Also hinter mir ist die Taubengasse 1 von der Rückseite. Das hatten wir 1974 besetzt. Und im Erdgeschoss hatten wir, Albrecht und ich, ein Atelier eingebaut. Später kam auch der Walter Sachs dazu. Und da haben wir unsere Experimente gemacht, Siebdruck. Aus den ganzen Schrott, der hier rumlag, haben wir Skulpturen gebaut. Und oben im Dachgeschoss, was jetzt ausgebaut im Barockhaus, hatte einer hinter einem schwarzen Schrank gewohnt und versucht, die Frauen da reinzuziehen. Wir sind dann irgendwann raus, weil wir die Hypothek nicht übernehmen wollten. Und das wurde dann nach dem Mauerfall, irgendwie 92, wurde das Haus saniert. Und bei den Sanierungsarbeiten entdeckten sie hinter einer Tapetentür eine konspirative Kunstsammlung. Irgendwie haben sie es angeboten dem Angermuseum, der hat gesagt, das interessiert uns einen Scheiß und dann sollte alles auf den Müll geworfen werden. Albrecht Hillemann rief mich ganz aufgeregt an und sagte, Zapka, du musst hierher kommen, hier ist also eine unglaubliche Kunstsammlung, ich führe hierher. Wir haben alles eingepackt, was wir verpacken konnten. Bei den vielen Umzügen ist einiges verloren gegangen, aber das Wesentliche ist erhalten und dank einer Förderung von der Stiftung Aufarbeitung konnten wir das letztes Jahr als Interieur Underground eröffnen im Lügenmuseum in Gasthof Serkowitz. Also hinter einer Bücherwand, die so halb geöffnet ist, kommt man in eine konspirative Kunstsammlung und kann diese Zeit erleben.